So, und zwar gerne hier auch einen Kanal auch bitte unterstützen. Ihr wisst selber, ich finde es immer schön, auch kleinere zu unterstützen, und zwar den Gerd Schönfelder. Gerd Schönfelder, einer der Teilnehmer. Dieser Tag hat mein Leben verändert. Den schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Check. Bevor ich euch im Detail erzähle, was am 11. September 1989 passiert ist, checkt doch gerne mal mein Vorstellungsvideo, das schon online ist. Gerd Schönfelder, der beste deutsche Behindertensportler, den es je gab. 16-facher Paralympicsieger und 14-facher Weltmeister. Gerd Schönfelder, der Superstar. Für ihn meine gute Linie. Er ist immer noch der Mann der Winterspiele. Er ist der erfolgreichste paralympische Wintersportler aller Zeiten. Gerd Schönfelder. Ja, der 11. September 1989 war ein Montag. Ich habe am Sonntag noch Fußball gespielt und habe die ganze Zeit auf einen Anruf gewartet von meinem Chef, der mir sagt, wo ich am Montag früh auf welche Baustelle, möglichst heimatnah, ich kommen sollte. Der Anruf ist ausgeblieben und so musste ich trotzdem nach Nürnberg in die Werkstatt. Das ist ungefähr so eine Stunde weg gewesen und das war natürlich so nicht geplant. Ich habe dann früh gedacht, kacke, jetzt muss ich da rausfahren, um dann vielleicht wieder zurückzufahren oder wie auch immer. Also es war alles ein bisschen doof. Ich habe mir dann gedacht, ach, dann fährst du mit dem Motorrad, dann hast da zumindest ein bisschen einen Spaß in der Früh. Und ja, meine Mutter hat dann gemeint, fahr doch lieber mit dem Zug, das ist sicherer. So habe ich es dann auch gemacht, bin am Bahnhof, bin nach Nürnberg, bin in die Werkstatt. Da waren sie dann völlig überrascht, dass ich überhaupt da war und haben gesagt, na, jetzt bist du schon mal da, jetzt bleibst du mal da. Und so habe ich dann den ganzen Tag in Nürnberg verbracht und habe überlegt, wie komme ich rechtzeitig wieder nach Hause? Mein Zug ging um 16.20 Uhr am Bahnhof in Nürnberg ab. Bis 16 Uhr war die Zeit, die Arbeitszeit. Und die 20 Minuten von dieser Werkstatt aus zum Bahnhof ist eigentlich fast nicht machbar. Ich habe dann überlegt, wie kriege ich das hin? Weil ich habe einen Freund versprochen gehabt, abends auf seiner Baustelle zu helfen. Der hat Haus gebaut und da wollte ich ihm helfen. Und so habe ich die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das? Und dann hat mir ein Arbeitskollege angeboten, Mensch, fahr doch mit mir mit dem Auto mit bis Hersbruck. Das ist so auf der halben Strecke und dann kannst du da zusteigen. Ja, das war natürlich ein tolles Angebot. Ich habe gesagt, so machen wir das. Dann war es 4 Uhr, Sachen gepackt, rausgegangen. Wir mussten uns schon ein wenig sputen, dass wir das auch schaffen. Dann waren wir im Auto gesessen und wie es dann so ist, mein Kollege hatte was vergessen, er ist nochmal zurück in die Werkstatt, hat das geholt, ist wieder rausgekommen, hat schon mal 5 Minuten länger gedauert. Dann sind wir auf die Autobahn, kaum waren wir auf der Autobahn, war schon Stau, zähfließend, stockender Verkehr. Wie es halt so ist, wenn man es eilig hat, ich habe ständig auf die Uhr geschaut, wird knapp. Autobahn runter, noch mehrere Ampeln, immer so am letzten Drücker, nicht über die Ampel gefahren, sondern mal angehalten und an der letzten Ampel sehe ich dann schon, wie der Zug über die Autobahnbrücke fährt und ich habe mir gedacht, naja, jetzt wird's knapp. Krass, ne? Ich habe noch gar kein Wort geredet, aber ich finde, Gerd hat eine ganz, ganz tolle Art und Weise zu reden und zu erklären und boah, ich freue mich, ey, da kriegen wir fast mal Gänsehaut bei ihm, dass der da auch bei uns da mitgemacht hat. Ein toller Typ. Wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Wir sind dann noch ein Stück weiter, dann bin ich aus dem Auto rausgesprungen, habe meine Tasche gepackt, meine Jacke gepackt, bin losgesprintet, Treppe runter, Treppe hoch und sehe, wie der Zug losfährt. Und mein Gedanke war einfach nur, das schaffe ich noch, das kann ich noch schaffen. Ich einfach hin, man hatte eigentlich da keine Zeit mehr zum Überlegen, sondern hin, Tür aufgemacht, das ging damals noch. Und dann habe ich versucht, irgendwie da reinzukommen, aber durch das, dass ich die Tasche und die Jacke eben hatte, konnte ich mich mit der linken Hand nicht reinziehen, war mit der rechten Hand am Türgriff gehangen, bin da immer schneller mitgelaufen und konnte aber irgendwann das Tempo natürlich nicht mehr halten, bin gestolpert, bin mit dem linken Knie immer am Bahnsteig so aufgeschlagen und habe mir gedacht, oh leck, jetzt mein Bein, was mache ich jetzt? Schwierige Situation, was soll man jetzt tun? Auslassen ist keine Option. Irgendwie habe ich gehofft, vielleicht bremst der Zug nochmal oder wie auch immer, vielleicht sitzt der Schaffner oder der Lokführer. Aber es war nicht der Fall und der Zug ist immer schneller geworden, immer schneller. Und am Ende des Bahnhofs konnte ich mich auch nicht mehr halten und bin dann
vom Türgriff rechts abgerutscht und es war noch innerhalb des Bahnhofs, bin dann in den kleinen Spalt zwischen Bahnsteig und Zug reingerutscht. Das sind so 20 cm reingefallen. Es war dunkel, ich habe die Räder gehört und habe mir nur gedacht, jetzt muss ich mich ducken, klein machen, sonst wird es wird jetzt echt gefährlich und war so auf der linken Schulter gelegen und dann hat man die Achse des letzten Waggons letztlich, hat man den rechten Arm aus der Schulter ausgerissen und die linke Hand war ja, zusätzlich noch auf der Schiene und wurde komplett von den Rädern überrollt. Und das bei vollem Bewusstsein, also ich war völlig bei der Sache, was auch das große Glück war, weil... Ja, ich habe es schon ganz laut gestellt, guck mal hier, ich habe ganz laut, lauter geht es irgendwie nicht, leider. Ich konnte aufstehen, trotz dieser Riesenverletzung, also Hauptschlagader durch, Nerven rausgerissen, der Arm komplett, nur noch an ein paar Sehnen, Haut, Muskeln gehangen und trotzdem bin ich aufgestanden, unter Schock natürlich, und bin zurückgelaufen, weil es war kein Mensch auf diesem Bahnhof und wenn ich da bewusstlos gewesen wäre, wäre ich sicherlich verblutet. Und so bin ich zurück und dann saß hinter einer Werbetafel saß ein Mann, der Einzige, der da war und der dann auch Hilfe gerufen hat. Und dann kamen wieder Gäste, da war glücklicherweise sogar ein Arzt in Zivil dabei, der dann die Erstversorgung übernommen hat. Ja, ich wusste eigentlich in dem Moment schon, ich konnte den Arm nicht mehr spüren. Irgendwann haben sie ihn mir so auf den Bauch gelegt. Und ich wusste schon, dass das meiner ist, aber er hatte keine Verbindung mehr zu mir. Also ich habe kein Gefühl drin gehabt. Das war also wie in Trance. Man ist da völlig... Klasse. Man weiß, es ist was Schlimmes passiert, aber man kann es nicht wirklich so... Ja, hundertprozentig einordnen, wie schlimm ist es jetzt wirklich oder ich hatte aber große Angst, dass ich den Arm vielleicht verlieren würde. Also das war mir schon relativ schnell bewusst und ich habe auch zu diesen Notärzten, die dann kamen, gesagt, bitte, bitte nicht den Arm amputieren, bitte, bitte nicht. Und die haben mir natürlich gut zugeredet und natürlich auch alles versucht, was möglich war. Und bis dahin hatte ich auch relativ wenig Schmerzen. Die kamen dann, als ich im Krankenwagen lag, da hat es dann gepocht und da habe ich dann gesagt, jetzt müssen wir irgendein Medikament geben, weil jetzt halt das nicht mehr aus. Und mit dem Hubschrauber bin ich dann in die Uniklinik geflogen worden und das weiß ich eigentlich schon nicht mehr. Ich weiß dann nur, wie ich nach 10 Stunden OP wieder aufgewacht bin und habe dann irgendwelche Krankenhauslichter gesehen und meine Eltern. Ja, ich hoffe, es war interessant, mal einen Einblick zu kriegen, wie der Unfall wirklich so abgelaufen ist. Lasst mir einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Boah, Gerd Schönfelder, dieser Tag hat mein Leben verändert. Also wirklich seine Geschichte. Auch ihn bitte auch mal abonnieren, auch wenn ihr jetzt nicht die Skifahrer seid, um einfach ein bisschen Anschub zu geben, auch dem Kanal. Also ich finde, Gerd ist ein Vorbild für so viele Leute. Boah, also schon heftig, ja. Gerd Schönfelder.